Good morning, everyone. Hi, welcome to the Lightning Talks. Guten Morgen und willkommen zu den Lightning Talks an Tag 2. Wer ist hier zum ersten Mal bei den Lightning Talks im Publikum? Die melden sich bitte mal. Das sind einige. Und welche Sprecher sind das hier zum ersten Mal? Auch viele. Das ist wunderbar, denn ich habe eine kurze Einführung hier, wie denn das hier funktioniert. Die Sprecher setzen sich bitte in die vorderen Reihen und gehen schnell auf die Bühne, wenn euer Talk gleich dran ist. Ich werde die Talks mit Titel anmelden und dann macht ihr einfach euren Talk. So, bitte sprecht in die Mikros, das ist wichtig. Geht nicht weg vom Mikro, dreht euch nicht um. Wenn eure Hände das Podium verlassen, dann kann man euch nicht mehr hören. Dreht euch nicht um, dann kann man das auch nicht mehr hören. Unten ist der Monitor, da könnt ihr das alles sehen. Es gibt keinen Grund, sich umzudrehen. Benutzt den Klicker, um die Slides weiterzumachen. Lasst den Klicker bitte hier. Bleibt ruhig, redet laut und sauber. Guckt auf eure Zeit, holt euch euren Applaus ab und dann geht runter von der Bühne. Applaus. Thank you. Dankeschön. Ich werde jetzt die Bühne nicht verlassen. Ich muss nämlich dem Publikum noch was sagen, wie man Lightning Talks sich anhört. Das ist ganz einfach. Seid excellent zueinander und guckt auf den Zeitgeber. Der Zeitgeber ist dieses kleine Ding hier, was von Big Alex gebaut wurde, der dort sitzt. Und jetzt kurz erklärt, wie das Ding funktioniert. Hallo, willkommen. Die meisten sollten wissen, wie der Zeitgeber funktioniert. Es zeigt die restliche Zeit für den Talk an. Ihr habt 5 Minuten. Solange es grün ist, seid ihr in den ersten 4 Minuten eures Talks und dann geht es nach oben. Wenn es da oben ist, habt ihr immer noch 1 Minute Zeit und die nächsten 30 Sekunden sind gelb und die letzten 30 Sekunden sind rot. Wenn es dort ist, dann macht ihr bitte einen Countdown. Das funktionierte gut. Das probieren wir vielleicht nochmal. Okay, let's try it again. Yeah. Okay. Oh, okay. 5, 4, 3, 2, 1, dead. Everyone is awake now, I think. Jetzt sollte jeder wach sein. Fair enough. Anything else? Noch irgendwas? Es gibt Translations unter c3lingo.org. The translations. And then, well, let's have a great session. So, dann lasst uns eine großartige Session haben. Okay, der erste Talk ist Mailman, also Briefträger. Ja, willkommen zum ersten Lightning Talk von dem Kongress. Und hier geht es um Türöffnungssysteme. Also in meiner Wohnung, habe ich ein System, wo ich sehen kann, wer an meiner Klingel läutet. Mit einem Kamerasystem und da will ich halt eben das Video sehen, wer da klingelt. Könnte ja sein, dass es der Briefträger ist, aber das passiert eigentlich nie. Könnte ja auch ein Einbrecher sein oder vielleicht ein Einhorn. Das ist wahrscheinlich sogar ziemlich wahrscheinlich, dass es ein Einhorn ist. Naja, jedenfalls habe ich das zu Hause ausprobiert und was ich zu Hause habe, ist ein Elcom-System. Das ist sehr beliebt und die werden beworben als sehr sicher. Seit 1976 werden diese Systeme angeboten von Elcom. Also ich habe ein Elcom-System mir gekauft, das habe ich ein paar Adapter dazu gekauft, an mein System angeschlossen per USB, da kriege ich Video, ziemlich einfach, ziemlich billig. Und dann habe ich ein bisschen Shell-Magie gemacht, ja, mit FFmpeg, um das Videosignal zu bekommen und ein bisschen mehr Magie, dass ich dann auf meinem Smartphone eine Benachrichtigung bekomme. Und des Weiteren bekomme ich dann das letzte Bild, dass ich dann sehen kann, wer an meiner Klingel geklingelt hat.
Und ja, das hat gut funktioniert. Und 5 Minuten nachdem ich das installiert habe, habe ich meine erste Benachrichtigung bekommen. Oh, jemand hat hier geklingelt. Und ich habe mich gewundert, oh, habe ich was falsch gemacht? Wer hat denn geklingelt schon 5 Minuten danach? Naja, ich habe mir das Bild angesehen. Und was ist passiert? Oh, ja, und das ist passiert. Also, das ist das Video. Das ist das Bild, das ich dann bekommen habe. Und ihr seht, es funktioniert gut. Aber nicht so, wie ich das benutzen möchte. Und dann habe ich halt den Support angeschrieben. Da habe ich gefragt, naja, habe ich alles richtig gemacht? Wie muss ich das denn richtig machen? Ich habe nicht nur das von meinen, nämlich nicht nur von meinem Klingel das Bild gesehen, sondern auch das Bild von meinen Nachbarn. Und der Support meinte, ja, das ist beabsichtigt, dass ihr auch das Bild von den Nachbarn seht. Und die rechtlichen Implikationen sind interessant, denn ich bekomme immer ein langes Video. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist das Signal zu faken, wenn man die Klingel läutet. Könnte ja sein, dass ich das Signal selber programmatisch einspielen kann, ohne dass jemand wirklich klingeln muss. Und dann könnte ich dieses System benutzen als Überwachungssystem. Und die rechtlichen Implikationen sind, naja, das Recht heißt eigentlich, sollte das nur 1 Minute dauern, das Aufnehmen vom Video über die Videokamera im Haus unten, am Hauseingang. Die Person, die da klingelt, die müsste eigentlich wissen, dass sie jetzt aufgenommen wird. Und naja, passiert halt nicht. Wenn ihr mehr wissen wollt über Sicherheit, dann habe ich noch einen weiteren Talk am 4. Tag. Da geht es um Bluetooth-Sicherheit und jetzt kommen wir zum Fragen- und Antworten-Teil. Okay, then one brief question to you. Dann eine kurze Frage an euch. Wer hat von euch ein Türöffnungssystem mit Videokamera? Ja, da melden sich jetzt einige im Publikum und ja, das ist gut. Gut. Dann, wer ist der nächste Sprecher? Danke. Next up is Kidspace. Der nächste Talk ist Kidspace. Könntest du F drücken? F? Ja, yeah, there you go. Danke, funktioniert's. So, my name is Kasper and I'm Hallo, mein Name ist Kasper und ich präsentiere heute Kidspace.org. Dass eine Website ist, um Elektronikprojekte zu teilen. Wie man Elektronik zusammenbaut, ist, man hat ein Circuit Board und dann hat man Komponenten, die man da drauf lötet. Man hat Through-Hole-Komponenten, wo Beinchen von der Komponente durch das Board gehen. Man hat Surface-Mount-Komponenten, die man oben drauf lötet. With careful application of heat. Mit ganz vorsichtiger Applikation von Hitze. Man kann das von Hand machen. Oder man kann es mit Reflow-Löten machen, wenn man viele Komponenten hat. Da benutzt man dann eine Lötpaste und zum Beispiel einen gehackten Toasterofen. Damit braucht man deutlich weniger Zeit. Wenn man mehr darüber wissen will, dann geht einfach zu eurem lokalen Hackerspace. Sehr viel. Hier auf dem 35C3 sind viele Workshops. Falls einen das interessiert, dann sollte man das machen. Circuit Boards designt man mit einem Schematics Tool. Mit einem PCB Layer. Um die Verbindung zu definieren auf der einen Seite und dann geht man auf ein Layer-Tool und dann verbindet man sie auf einem physischen Layer auf dem Board und Leute teilen das frei online. Es gibt immer mehr Elektronikprojekte online, die man benutzen kann und die Leute hochladen. Es gibt eine formale Survey
Wenn ich Talks auf der FOSDEM mache, dann zeige ich das hier. Ich weiß nicht, was mittlerweile mit den GitHub-Zahlen passiert ist, die scheinen runterzugehen. Vielleicht hat es mit der Microsoft-Akquise von GitHub zu tun, aber wahrscheinlich indizieren sie einfach die Sachen jetzt anders. Aber es wird immer mehr und die kann man alle benutzen. Es gibt sehr viele Wege, wie Leute das teilen. Das Problem ist, jeder hat seinen eigenen Weg, Dinge zu designen, sie vielleicht auf ihren eigenen Blog packen oder auf GitHub. Jeder macht das eigen. Es ist offen sehr schwer zu sehen, wo der Designer war, wenn er das machen wollte, und deswegen die Projekte zu replizieren. Und die Lösung, die ich dafür vorschlagen will, es bin hauptsächlich nur ich derzeit, ist einfach all diese Wege, diese verschiedenen Wege, das zu tun, zusammenzunehmen und einen minimalen Standard zu nehmen, um zu spezifizieren, wie man das Printed Circuit Board macht und welche Teile man braucht. Und ich mache das in zwei Teilen. Da ist ein One-Click-Builder Browser-Extension und die Kitspace-Seite, um das zu teilen. Die Browser-Extension automatisiert das Kaufen und Replizieren durch Web-Requests. Hier ist ein kleines Video davon. Ich habe langsam keine Zeit mehr. Es addet einfach Teile zu eurem Shopping-Cart und dann könnt ihr das ganz einfach replizieren. Es gibt verschiedene Wege, die Materialien hinzuzufügen. Und die andere Seite ist kitsbed.org, wo ihr das kombinieren könnt mit den Materialien, um die Sachen zu kaufen. Und die Idee ist, ihr macht ein Virtual Kit, wo der Designer nicht alle Komponenten schon zusammenpacken muss und sie euch schicken muss, sondern dass ihr das selber zusammensuchen und kaufen könnt, um Dinge einfach zu replizieren. Ich arbeite gerade an Tools, um das einfacher zu dokumentieren, und das ist aber noch relativ schwierig, weil Designer oftmals das nicht in einer replizierbaren Weise dokumentieren. Das ist alles noch in Arbeit. Es ist aber schon benutzbar. Es gibt Edge Cases. Es gibt viele Libraries, die man braucht, um das zu machen. Fragen? Findet mich in Open Size Hardware Assembly. Thank you. Dankeschön. Alright, then next up is hacking climate change. Okay, als nächstes hacking Klimawandel. Don't hurry, I still have to. Ganz langsam, ich muss immer noch die Folien holen. This complicated slide change. Jesus. Okay, there we go. Okay, jetzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hi. 1, 2, 3, Test, hallo. Vor kurzer Zeit war ich Zeit von eines Hackathon, Hack for Climate. Letztes Jahr waren wir in Bonn während der COP23, der Klimawandelkonferenz. Und wir hatten diesen Hackathon auf einem Boot. Dieses hier ist unser Boot. Und 100 Leute aus der ganzen Welt. Und es war eine sehr empowering Erfahrung, weil ich verstehen konnte, wie diese Politik funktioniert. Wir sind alle Hacker, Makers, wir benutzen alle unsere Tools, und diese Leute, die sind irgendwie Politiker, die reden die ganze Zeit. Und ich habe verstanden, dass es gar keine Chance gibt, dass diese 190 Leute aus 190 Ländern irgendwie zusammenkommen. Und das wird einfach nicht passieren. Das bin ich in diesem großen Raum. Das ist ein junges Mädchen aus Schweden, das den Protest organisiert hat. Ihre Rede ist sehr emotional. Sie ist nur 3 Minuten lang. Also bitte schaut sie euch an.
really, really special. Weil sie sehr, sehr besonders ist, dieses Mädchen. Diese sind nur manche Ideen für euch, um zu zeigen, dass ExxonMobil viele Klimawandelstudien finanziert hat. Aber natürlich haben diese Klimawandelstudien gezeigt, dass Klimawandel nicht existiert. Schon vor 100 Jahren war bekannt, dass Klimawandel existiert. Und hier gibt es Bilder aus Afrika und aus dem Aralsee, die zeigen, dass sehr, sehr viel Wasser verschwindet. Und wenn ihr jetzt in Kasachstan seid, da gibt es die einzige nukleare Waffentestzeit heute. Nur so ganz kurz am Rande. Ich will euch ganz kurz erzählen, dass Klimawandel wirklich existiert. Es gibt Feedback Loops und so Punkte, an denen es kein Zurück gibt. Es ist ein sehr, sehr instabiles, sehr schwacher Organismus. Und wir glauben, dass Civil Disobedience, also nicht ohne Waffen. Und in Frankreich gibt es jetzt auch das Gelbe Westen, die Gelbe Westenbewegung, die ein bisschen gewalttätiger ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, anstatt dass wir versuchen, die Regierung zu beeinflussen, habe ich eher daran gedacht, vielleicht können wir ja die Regierung werden. Weil am Kongress können wir 10, 12, 15.000 Leute organisieren. Und dieses Gebäude hat die Kapazität, eine Zivilisation aufzubauen und zu erhalten. Ich kann mir denken, dass es irgendwie hier eine Halle gibt, in der wir schlafen, eine Halle, in der wir Dinge anbauen. Und ich denke, wir sollten uns Tools ausdenken, wie wir uns organisieren können, um aktiver zu werden politisch. Und deswegen organisiere ich eine Session in etwa einer Stunde. Die Idee ist nicht, das Internet kaputt zu machen, sondern stattdessen den Protest in den Online-Raum zu bringen. Wie können wir den Regierungen mitteilen, hey guys, ihr müsst das echt mal hinkriegen, sonst werden wir die wichtigen Leute sein, sonst werden wir die Politik organisieren und kontrollieren. Ihr könnt in diesen Raum gehen, Lecture Room M1. Er ist sehr weit weg von hier, aber wenn ihr teilnehmen wollt, dann könnt ihr ihn bestimmt finden. Okay, ich bin sehr, sehr schnell durch meine Slides gegangen, aber was ich eigentlich wirklich sagen möchte, ist, dass diese Politiker an der United Nations sehr, sehr schwer haben, einen Konsens zu erreichen. Und es reicht, wenn ein Land sagt Nein. Und dann gibt es keinen Konsens. Also wenn es 200 Länder gibt mit so vielen verschiedenen politischen Meinungen und Ideen, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und deswegen lade ich euch an, meiner Session beizuwohnen, wie wir planen und organisieren können, um diese Rebellion zu organisieren. Dankeschön. Next up is Body Mind. Der nächste Talk ist Körpergeist Betriebssystem. Hello everyone. Hallo zusammen. Mein Name ist Dimitri von Nodus Labs und ich spreche über Körpergeist Betriebssysteme. Wir alle wissen, was Betriebssysteme sind, wir benutzen sie täglich, aber ich möchte heute darüber sprechen, wie man ein Betriebssystem als eine Metapher benutzt. Welche Software läuft auf uns selbst als Menschen? Wir haben viele Inspirationen, Religionen, spirituelle Praktiken, Ideologien, implizite Value-Systeme, Organisationen, politische Hip-Hop kann als Betriebssystem gesehen werden, als eine Einstellung, die es vorschlägt.
wissenschaftliche Betriebssysteme. Und was ich, es ist wichtig, so wie es wichtig ist, sich den Code von Software und Hardware, die wir benutzen, anzuschauen, ist es wichtig, Patterns anzuschauen, wie wir, die wir selber lernen durch unsere Kultur und Fragen zu stellen, um das vielleicht zu verstehen und zu reverse-engineeren und zu ändern, um die Sachen zu behalten, die wir mögen und die Dinge loszuwerden, die nicht gut sind. Das ist das Erste, was ich vorschlagen möchte, über die Software nachzudenken, die wir als Menschen sind. Die zweite Sache ist ein Use Case, ein Betriebssystem, das wir entwickelt haben, das wir A2S nennen, das ihr hier ausprobieren könnt, heute um 5 und morgen um 2. Es ist ein Physical Practice Workshop, ein Feature, das sehr wichtig ist. Es ist basiert, es ist Lernen durch den Körper, nicht nur durch den Geist. Oftmals lernt man nur sehr abstrakte Konzepte durch den Geist, aber sobald wir sie durch unseren Körper bekommen, dann haben wir ein viel direkteres Verstehen über die Patterns, die wir sehen. Und dann kommen sie auf der Ebene von Reflexen und werden viel effizienter zu lernen. Es ist außerdem inspiriert durch Complex Body Science. Eine weitere wichtige Sache ist, dass es sich Nutzung in anderen Kontexten sucht. Wir wollen die Prinzipien, die wir lernen, anwenden, die wir lernen, woanders anwenden. Wenn wir von Systemen lernen, eine Sache, an die wir arbeiten in diesen Practice-Sessions ist, Leute benutzen A2S im Kontext von Kunst, Musik, Arbeit und so weiter. Das, was ich jetzt noch erklären werde, sind die Prinzipien. Vielleicht nur eins, weil nicht genug Zeit ist für alle. Ein Prinzip ist assimilative Adaptivität. Wenn man in Arbeit hat, wenn man Probleme hat, dann spannt man sich an und das führt zur Eskalation. Je mehr wir uns anspannen, desto mehr spannen wir zurück an. Das führt zu sehr ineffizienter Verschwendung von Energie. Was wir vorschlagen, ist, dass man Dinge assimilieren sollte und sie vereinnahmen sollte, um einen Weg zu finden, darauf in einer effizienteren, interessanteren Art und Weise zu reagieren, um mit Confluence und Wellendynamiken darauf zu reagieren. Jetzt fast forwarde ich einfach zu der Slide zu den Sessions. Die Sessions sind in M3 um 5 und in morgen um 2. Kommt einfach vorbei, probiert es aus. Wir werden sehr viel arbeiten mit den Konzepten, die auch für Hacking gebraucht werden, Resilience, Adaptierung. Wenn wir sie als Wörter benutzen, dann sind sie sehr abstrakt. Sobald wir sie mit dem Körper benutzen, dann kommen sie ganz tief rein. Das ist auch eine ganz einfache Möglichkeit, um euren Körper zu benutzen an diesen Tagen, wo ihr hauptsächlich euren Geist benutzt. Und das könnt ihr ganz einfach zu euch bekommen, so wie ihr normalerweise Software installiert. Es ist Open Source, falls ihr könnt es einfach selber bearbeiten. Kommt einfach vorbei, vielen Dank. Dankeschön. Okay, GPS Power Side Channels is up next. Die günstigsten Leistungs-Side Channels. Ich will erzählen über die günstigsten Leistungs-Side Channels. Also, was sind denn überhaupt Side Channels? Also, wenn ihr einen Mikroprozessor habt, hat er vielleicht einen Schlüssel drin. Und dadurch kann man ein paar Dinge reinpucken und man kann ein paar Outputs sehen. Und wenn man das sieht, kann man dann hoffentlich den Schlüssel sehen, also den Key. Also diese Side-Channels sind großartig. Du misst die Leitung und dann kriegst du die kryptografischen Keys. Aber wir sind günstig und faul
und wir wollen nicht dieses Oszilloskop kaufen. Und dieses ganze analoge ist ziemlich teuer und ja, die sind immer noch ziemlich teuer und das ist immer noch ziemlich viel Bier. Deshalb haben wir den Horoscope gebaut. Es ist, kostet ungefähr 5 Euro. Es ist ziemlich ein X-Mega 32 Breakout Brett und es ist gebaut 12 Megabit pro Sekunde. Und wir haben ein Oszilloskop, aber jetzt brauchen wir ein Ziel. Und wir haben uns für das Arduino Nano entschieden. Es ist günstig und jeder kennt es und es ist nicht sicher. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Software aus dem Internet runtergeladen. Also was haben wir jetzt? Wir haben ein Ziel, wir haben ein Oszilloskop. Was bleibt? Irgendwie Probleme oder Dinge, die wir haben wollen. Und was wir sehen, ist, dass wir sehr unter der Nyquist-Frequenz unsere Daten bekommen. Und manche Leute sagen uns, dass das nicht funktioniert. Wir haben auch kein analoges Frontend, also keine analoge Input. Wir haben zusätzlich auch andere Quellen von Noise, also von Verunreinigung des Signales. Und selbst wenn wir diese ganzen Noise haben, aber das ist nicht irgendwie zu viel Problem. Wir nehmen einfach ganz, ganz viele Measurements und dann nehmen wir den Mittelwert. Und was noch viel besser ist, ist, wenn man das ABC nicht falsch konfiguriert. Und wenn man sieht, kann man dann ein sehr gutes Leistungstrace haben. Wir haben auch eine schöne GUI. Also wir können so tun, als hätten wir ein wirkliches Oszilloskop. Und als nächstes werden wir dann tatsächlich den Key, also den Schlüssel bekommen. Und jetzt würden wir eigentlich sagen, bitte kommt zu unseren Workshops, aber leider sind die alle schon voll. Also vielleicht kommt ihr zu... Vielleicht könnt ihr uns auf Twitter per Noobwaffel anschreiben oder einfach zu uns kommen. Vielen Dank. So, next up is we need to do better than Cyberpunk, I think. Der nächste Talk ist, wir müssen besser sein als Cyberpunk. Glaube ich jedenfalls, weil ich habe gerade aus Versehen mein Fenster zugemacht und meine Folien sehe ich gerade nicht. Ich öffne jetzt gerade wieder mein Fenster und hier ist der nächste Foliensatz. Wir müssen eine bessere Geschichte erzählen als Cyberpunk. Hallo, mein Name ist Alex LXD und ich möchte über Geschichten erzählen. Vor allem Hacker-Geschichten, denn die letzten Jahre habe ich Hacker-Values untersucht, denn als Hacker haben wir viel zu sagen und wir haben viele Vorschläge, wie Technologie in der Gesellschaft funktionieren sollte, wie wir verhindern können, dass etwas passiert, was andere noch nicht sehen können. Und wir sind aber sehr schlecht dabei, diese zukünftigen Gefahren in die Gesellschaft zu tragen. Wenn wir von Hacken und Software reden, dann sieht die Gesellschaft uns als Hacker, als Black Hats. Wir werden ihre Bankkonten ausrauben und es ist einfach nichts, was gut rauskommt. Wir müssen also in Zukunft Geschichten erzählen, nicht einfach nur Paper schreiben, denn die meisten Leute in der Gesellschaft, die werden nicht diese Paper lesen, die wollen Geschichten erzählt bekommen, die wollen verstehen, was die Probleme sind und nicht nur irgendwelche Lösungen bekommen. Es muss jemand, denn diese Leute, die sind halt total abhängig von geschlossenen sozialen Netzwerken. Und wenn das da nicht reinkommt, dann kann man eben das Problem nicht angehen. Cyberpunk ist leider unsere Default-Zukunft. Und man kann Cyberpunk sehen als die Zukunft. Wenn man eine neue Technologie sieht, dann denken die Leute, oh, das ist so Cyberpunk. Vor allem außerhalb von Europa und außerhalb den Vereinigten Staaten, dann sieht man viele Macher, viele Leute, die sich Cyberpunk wünschen in der Zukunft, die sich wünschen, dass ihre Technologie besser verknüpft wird mit unseren Körpern,
Die vergessen aber, dass die Sache, dass Cyberpunk mehr ist als das. Cyberpunk hat auch konstante Überwachung, hat mega Corporations, große Firmen und dass die Macht des Volkes komplett unterdrückt wird. Und das ist auch alles Teil vom Cyberpunk. Wenn also Leute von der Cyberpunk-Zukunft träumen, dann tun wir diese schlechten Sachen trivialisieren. Es ist sehr viel einfacher, dann Überwachung zuzulassen und zu akzeptieren, die großen Firmen, die die kleinen Menschen unterdrücken. Wenn man also sich Cyberpunk wünscht, dann trivialisiert man sowas. Die Geschichten, die wir erzählen als Hacker, sind meistens Geschichten von Rebellion gegen sowas. Hacker sind hier jetzt wieder, werden dargestellt als Menschen, die gegen das System kämpfen. Hacker kämpfen immer gegen das System. Es gibt wenige künstlerische Werke, die von den Werten als Hacker erzählen, von freier Software, von Neutralität und von dem Zugang zu den Menschen und der Gesellschaft. Leider sind diese wenigen Geschichten, die es dann auch tatsächlich gibt, die stärken auch noch das die Vorstellung der zukünftigen Dystopie und des Cyberpunks. Und das trennt uns von der Gesellschaft und dem Volke, die sich und von Hackern was anderes vorstellen wollen. Und das verhindert, dass die Politik und die Gesellschaft mit uns Hackern redet, wenn sie zum Beispiel Beratung brauchen in bestimmten Sachen. Es gibt eine Alternative, eine Chance, die wir uns nehmen können. Und eine Zukunft, die gerade von uns geschaffen wird. Und diese Zukunft nennen wir Solarpunk. Das ist eine Alternative zur Cyberpunk-Feature. Solarpunk ist eine Utopie der Zukunft oder wenigstens eine hoffnungsvolle Zukunft. Eine Zukunft, die für alle ist, nicht nur für die ausgezeichnetsten, talentiertesten Menschen in der Zukunft. Eine Zukunft, die ökologisch ist, eine Zukunft, die grün ist, wo Machtgefüge horizontal sind, es also keine großen Hierarchien gibt. Das sind alles Sachen, die wir kennen aus dem Anarchismus und die auch hier auf dem CCC verbreitet sind, dass jeder Lehrer, jeder Bäcker, jeder normale Arbeiter Teilhabe haben kann an der Gesellschaft. Das ist eine großartige Plattform, um auch Geschichten des Hackens zu erzählen, von den Abenteuern, die wir als Hackern haben, dass wir diese Geschichten in die Gesellschaft hinaustragen können, wenn wir uns eine Solarpunk-Zukunft vorstellen. Zum Beispiel mit Themen wie freier Software. Und ich möchte nun über Hackerspaces reden, in dieser Art und Weise. Das hier ist ein Bild, das von Mike Liuzzi erstellt wurde. Bitte schreibt mir per E-Mail oder an Twitter, wenn ihr dieses Thema mit mir diskutieren wollt. Danke euch. Vielen Dank. Der nächste Talk ist Eventfahrplan bei TBSRPRS. Hoffe ich. Da kommt er. Hier sind die Slides. Hello everyone. Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Meldet euch mal bitte. Wer benutzt kein Smartphone? Wer kennt, was ich eigentlich fragen will, wer kennt einen kennt, der kein Smartphone benutzt? Das sind einige Leute. Für euch, das ist über Android-Smartphones. Ich hoffte, ein paar iPhone-Nutzer würden noch da sein. Ein Teil des Talks ist auch über iPhones, aber es ist über die 35C3 Event Schedule. Mein Name ist Tobias, ich maintaine diese App seit einer Weile und ich möchte euch darüber etwas erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, weil die meisten von euch kennen die App vielleicht. Ich fange mal mit den Basics an, weil neue Leute hier sind. Es sieht so aus. Was mich eigentlich dazu gebracht hat, hier zu kommen, ist diese Grid View, wo man auf einem Level sehen kann, was alles zur gleichen Zeit passiert. Ich hoffe, ihr dreht auch euer Telefon um, denn da ist es möglich, wenn ihr euer Telefon dreht, so wie auf einem Tablet.
Das ist das Hauptverkaufsfeature für mich, aber da sind natürlich noch einige andere Sachen. Ihr könnt natürlich eure Favoriten aussuchen, sie sehen, sie löschen, ihr könnt sie exportieren. Vielleicht haben nicht ganz viele Leute das gefunden. Die App hat kein Tracking, deswegen kann ich nicht sehen, ob das wer benutzt. Da ist ein Share-Button, um Favorites zu exportieren. Ihr könnt den Style ändern, wie Favorites im Grid-View angezeigt werden. Es gibt Wecker, damit ihr erinnert werdet, rechtzeitig zu eurem Talk zu gehen, der ganz weit weg ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Ihr könnt euch eure Liste von Weckern anschauen und die Wecker verändern, anderes Default-Timing setzen, den Weckton ändern. Es gibt Schedule-Updates, die sehr häufig passieren, weil es so viele Stages gibt und alle Leute immer wieder etwas ändern. Deswegen bekommt ihr ganz viele Notifications. Ihr könnt sie muten. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Updates auch komplett abschalten. Dann müsst ihr einfach den Refresh-Button drücken. Ihr könnt auch in die Android-Settings gehen. Dann könnt ihr den Kanal für die Updates muten. Das ist etwas, das ihr tun könnt. Es gibt weitere Dinge. Ihr könnt die Events in euren eigenen Kalender tun, könnt sie teilen auf Twitter oder wo auch immer. Ihr könnt voten und ich rate euch, das zu tun. Alle Talks haben ein Voting-Backend, wo ich die Leute hinweise. Das ist für die Speaker, da könnt ihr Stände vergeben oder einen Text schreiben, um Feedback zu geben. Das ist sehr wertvoll, damit die Leute wissen, wie sie gearbeitet haben. Es gibt eine Integration mit der C3Nav Navigations-App. Das ist ein sehr gutes Projekt, mit dem ihr durch das Gebäude navigieren könnt. Das ist eine extra App, die ihr installieren müsst. Ansonsten werdet ihr weitergeleitet zur Website. Eine kurze Einführung zum Backend, was grundlegend im Hintergrund passiert. Es gibt ganz viele Stages, so wie diese. Die haben alle ihr eigenes System, um die Talks zu organisieren. Da läuft Pre-Talks. Dann gibt es ein Back-System, was seit Jahren benutzt wird. Das heißt FRAP. Das ist für die hauptsächlichen 5 Stages. Das VOC-Team aggregiert alle Daten in einen XML-File. Und was die Schedule-App macht, ist dieses XML-File runterladen. Das kommt mit Vorteilen und Nachteilen, weil es verschiedene Systeme gibt und verschiedene Formate, Timestamps, Zeitzonen. Dinge können passieren, Dinge können schiefgehen. Aber derzeit schaut es ganz stabil aus. Dieser Talk heißt One App to Serve You All. Was hier passiert ist, der Kongress gibt euch diese App, aber es gibt mehr. Im Jahr deploy ich diese App für andere Konferenzen, C3-Konferenzen, andere Konferenzen. Im letzten Jahr war es viel Arbeit. Es gab einige Konferenzen, die diese App benutzt haben. Wie ihr sehen könnt, das sind einige. Es waren 14 Apps. Ich hatte 56 Releases über die Zeit. In 2017 war es genauso. Es begann alles mit Tuxmobil, der dieses Projekt gestartet hat. Ich habe vor 5 Jahren angefangen mitzumachen. Es ist Open Source. Das Problem ist, es gibt viele Nutzer, aber es gibt nur einen Developer. Ich bin sehr dankbar für das Feedback, für die Bugs, aber das hier ist ein Call, mitzumachen. Es gibt viele Dinge, die ihr tun könnt. Selbst wenn ihr keine Programmierer seid, könnt ihr mit vielen Dingen helfen. Fragt einfach bitte nach, helft mit dem Projekt. Das ist sehr falsch im Moment. Ein Developer allein wird nicht überleben. Alright, thank you. Now next up.
Alex, do you know what's up next? I think it's unser nächster Talk ist, wie man programmiert mit DIP Switches. F. There you go. Hi, I'm Swally and I code demos. Hallo, ich bin Swally und ich programmiere Demos. Mein Projekt hat gestartet mit der Frage, was ist die kleinste Demo, die man machen kann auf einem Atari 2600? Und ich habe überlegt, naja, das müsste so um den Dreh 32 Byte sein. Es gibt ein paar grundlegenden Routinen, die man haben muss, um etwas überhaupt zu kreieren. Aber ein bisschen hat was gefehlt, um zu zeigen, wie klein und hardcore das ist. Etwas, das zeigt, dass man ein wirklicher Programmierer ist, so wie XKCD das sagt. What is the real hardcore? Die Diskussion, die sich nun stellt, ist, was ist das Hardcore-Interface, das man benutzen kann? Naja, ich brauche nicht mal diese Nadel, ich benutze einfach DIP-Switches. Dann schaut das ungefähr so aus. Also was ich da habe, ist ein Brett, das ein 5-Bit Adressen-Decoder hat. Das wählt sich einen von 32 DIP-Switches aus, die DIP-Switches sind 8-Bit. Und wenn das Signal aktiviert ist, dann tun die Dioden, die dann auf dem Brett sind, sicherstellen, dass es keinen Kurzschluss gibt. Das verhindert auch, dass man cheaten kann, weil es sind keine programmierbaren Komponenten auf dem Brett. Und da der Adressenraum 4K ist, brauche ich hier was. Die Demo wird auf NTSC-System gelaufen, weil NTSC ist einfacher, da ich 262 Zeilen an Linien habe auf dem Bildschirm, statt verglichen zu PAL. Das hier ist ein Überblick über die Instruktionen, die die CPU kennt, und die ausgewählten sind die, die nützlich sind in einem 32-Byte-Demo. Ein bisschen Hintergrund: Wenn die CPU startet, dann gibt es zwei spezielle Speicherbereiche, die ich benutze. Es gibt noch zwei weitere, die ich benutze als Interrupt. Aber wenn das System initialisiert wird, dann muss ich alles selber machen. Also ich muss zum Beispiel die ersten 34 Bytes speichern, selber schreiben und dann wieder rausnehmen. Das kann zum Beispiel so ausschauen. Das ist eine sehr einfache Reset-Routine. Ich benutze ein undokumentiertes Opcode, um hier was zu setzen, dann mache ich eine Schleife und das mache ich 256 Mal und das benutzt 7 Bytes insgesamt. Aber das kann man noch optimieren. Ich kann noch kleiner werden. Der Trick hier ist, dass es mir egal ist, was in meinem Akkumulator ist. Ich shifte das einfach raus und schreibe es wieder zurück, um es auf den Stack zu pushen. Der Stack wird selber gespiegelt. Und ich überprüfe, ob der Stack leer ist in dieser Schleife. Und das Ganze ist auch sehr interessant, denn dieser Code, bei diesem Code ist egal, welchen Opcode ich benutze, es sind insgesamt dann 5 Byte. Also, merkt euch das Spiegeln, denkt daran. Jetzt geht es um IRQ-Vektoren. Da der ROM gemappt wird auf F000 bis FFFF, müsste das höchste Byte FX sein. Und so schaut dann der Code aus. Und nun suche ich nach einem F irgendwas. Und dann habe ich hier einen gefunden, in rot markiert. Und das benutze ich als Reset-Vektor. Den schiebe ich nun nach unten im Code. Jetzt ist das Rote nun nicht nur Daten für den Reset-Vektor, sondern das ist jetzt auch als Code benutzt. Und der Reset-Vektor zeigt jetzt nun auf die grüne Line, auf die grüne Zeile. Und hier ist, wo die Schleife startet. Und die Reset-Routine kann auf jeder dieser drei Adressen zeigen. Das heißt, die Reset-Routine macht immer noch das, was ich machen will. Der Code ganz am Ende überläuft zurück auf die erste Zeile und es funktioniert also auch, wenn ich den Code durchlaufen lasse. Und das ist dann, so schaut dann die Demo aus und so schaut das aus, wenn ich nur ein Bit in dem Code verändere. Und wenn ihr mehr über das wissen wollt,
dann könnt ihr mich in der Retro Area antreffen, in Halle 2. Ihr könnt das, euch das auch online angucken, auf dieser Webseite hier, die ihr seht. Mit diesem Programm habe ich den ersten Preis bekommen auf einer Demo Veranstaltung, auf einem Contest, und das Feedback, das ich bekommen habe, das ist super, aber du bist verrückt. Danke, danke. Yes, I want to close all my tabs. All right, the next up is der nächste Talk ist Make Automotive Great Again. Make Automotive Great Again. All right. Es funktioniert. Hallo, könnt ihr mich hören? Nein, du musst näher am Mikro stehen. Ah, näher. Hallo. Wenn du deine Finger vom Podium nimmst, dann hört das Mikro auf zu funktionieren. Okay, probieren wir das aus. Hallo. Ich spreche über Automotive Grade Software. Wer hier in der Halle benutzt ein Auto oder interagiert auf irgendeine Art und Weise mit Autos? Einige Leute sind immer noch wach. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Die schlechte Nachricht ist, in einem Auto sind heutzutage viele Computer. Das wisst ihr vielleicht schon. Ich habe hier ein paar Sternchen gemacht, wo diese Computer sind, normalerweise. Die meisten Computer sind nicht ganz so wichtig und keine große Sorge. Es gibt viele kleine Computer. Die meisten Computer helfen euch mit dem Fahren. Sie sind sicherheitsrelated, sie können euch umbringen, vielleicht. Aber sie werden von coolen Leuten gemacht, die wissen, was sie tun, und sie sind sehr klein. Die Komplexität ist managebar. Man weiß, wie sie interagieren. Und dann ist ein anderer großer Computer, das ist das Infotainment-System. Niemand interessiert sich für das Infotainment-System, weil das ist irgendein Mobilphone, was man benutzt, um Navigation zu zeigen, und man kann eine Firewall drum machen. Das Problem ist jetzt, in der Automotive-Industrie gibt es Hypes. Wenn wir jetzt ein Netzwerkbild malen für diese Computer in Autos, dann sehen wir, dass jetzt blaue Boxen auftauchen. Und wenn wir uns die genauer anschauen, dann sind diese blauen Boxen ein zentraler Computercluster, der mit allem im Auto verbunden ist. Weil was sie benötigen, ist Daten von jedem Sensor im Auto zu bekommen und die Sensoren zu verbinden und Entscheidungen über das Auto und das Fahren zu treffen. Und das passiert nicht nur im Auto, sondern auch von außen. Es gibt eine Verbindung in die Cloud zu einem zentralen Computercluster, um dann eure Bremsen im Auto zu steuern. This is fine. Wir haben jetzt all diese vielen kleinen Sternchen im Auto mit dem Internet of Hate verbunden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist nämlich neu für die Autoindustrie. Wir haben sehr komplizierte Systeme, die brauchen Sicherheit und Sicherheit. Und die Leute wissen nicht, wie Sicherheit funktioniert. Was wir jetzt tun müssen, sie wollen sich schnell ändern, weil Tesla und Google ganz viele Dinge machen. Und jeder Autobauer möchte eine Lösung haben für diese Sachen. Und was macht man als eine Firma, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Grundlegend, man fragt einfach rum und dann kauft man sich Leute ein, die Dinge wissen. Jeder große Autobauer hat ein Hypervisor-Startup, ein Cloud-Startup, ein Blockchain-Startup, ein Machine-Learning-Startup und 2 oder 3 Cyber-Startups gekauft, weil man nicht genug Cyber haben kann. Das Problem ist jetzt aber, sie verstehen immer noch nicht, es sind große Firmen, sie haben für Jahrzehnte Dinge gemacht und jetzt müssen sie Sicherheit verstehen. Ich werde nicht länger über Sicherheit reden. Sie müssen aber auch Open Source verstehen, weil diese Industrie ist eigentlich von Non-Disclosure Agreements gesteuert. Eigentlich wollen sie Dinge geheim halten. Was wir sie verstehen machen müssen, ist, dass in manchen Teilen des Systems, vor allem wenn es um Safety and Security, Sicherheit geht, dann sollte man zusammenarbeiten und Dinge offen machen. Und wie macht man das?
Wie macht man das in einer großen Organisation? Consulting funktioniert nicht. Was ich wirklich erreichen möchte, ist, dass Autos genauso nett bleiben wie mein Mini. So dass wir kein großes Hacking haben in Autos. Mein Vorschlag ist, die Autoindustrie von innen zu verändern. Was ich eigentlich möchte, ich möchte euch dazu bringen, in die Autoindustrie zu gehen. Und zu versuchen, die Leute zu lehren, wie man sichere Systeme baut. Die suchen euch wirklich. Und sie wissen, dass sie euch brauchen und euer Wissen brauchen. Aber es ist sehr schwierig, dahin zu kommen, weil sie sind discouraging. Weil sie sind langsam, sie wissen nicht, wie Software funktioniert. Wir müssen diesen Kreis durchbrechen, wir müssen da reinkommen, wir müssen das verändern. Das war's. Danke. Next up is Strokes. Als nächste Strokes, etwas, das dir helfen soll, chinesische Charaktere zu schreiben, also chinesische Zeichen. You go. Hello, can you hear me? Hallo, könnt ihr mich hören? Okay. Yeah, a bit closer, I think. All right. Bitte noch ein bisschen näher. Here's a too long didn't watch. Hier ist die Kurzversion. Ich habe angefangen, Chinesisch zu lernen und ich habe gefunden, dass Schreiben, dass ich immer noch nicht schreiben kann und dass das Lernen so, so schwierig ist. Ich habe eine Android-App gefunden, die ganz cool war und dann habe ich eben ein ähnliches Projekt geschrieben. Und ich zeige euch das jetzt und lade euch ein, mitzumachen. Okay, das sollte eigentlich eine Animation sein, aber gut. Ich hab angefangen, Chinesisch zu lernen, ungefähr vor einem Jahr. Und ich habe die App Inkstone gefunden. Ist auf Android. Und die soll euch zeigen, wie man chinesische Zeichen Strich für Strich lernt. Und du kannst dir die Zeichen aussuchen. Aber was ich nicht mochte, ist, dass es nicht auf Papier ist. Also man bekam nicht so richtig das Feedback vom normalen Schreiben. Und deswegen habe ich entschieden, was selbst zu schreiben. Hier sind ein paar Fakten über chinesische Charaktere. Charaktere, chinesische Zeichen, sind bestehen aus Strichen. Und sie entstehen aus Subcharacters, also kleinen Strichen. Und die Ordnung der Striche, also welcher Strich zuerst und danach, ist wichtig, um das zu lernen. Und der normale chinesische Weg, das zu lernen, ist, ein Zeichen 1000 Mal zu schreiben und dann lernt man es zu schreiben. Und ich glaube nicht, dass das wirklich das Beste ist, deswegen versuche ich, was Neues zu finden. Deswegen, Inkstone ist geschrieben auf Make Me a Hanzi. Das ist im Prinzip eine Datenbank von SVG-Grafiken, die jedes Zeichen Strich für Strich beschreiben. Und ich habe mich dann entschieden, eben eine App zu schreiben, die diese Art von Output gibt. Also hier lernen wir 4 Zeichen. Und die sind aufgeteilt in Gruppen. Und für jedes Zeichen gibt es Gruppen von 4 kleinen Vierecken. Zuerst die inneren Striche, dann die äußeren Striche. Und dann soll man lernen, die Geometrie dieser Zeichen zu erkennen, ohne irgendwelche Hilfe. Und sobald du die eben gelernt hast, sollst du sie von alleine schreiben können. I would expect it to go down in a couple of minutes, given the volume of the amount of people here. Okay, und es gibt eine Webseite, strokes.ovh, aber der Server ist nicht ganz so dick. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das runtergeht, wenn ihr da jetzt alle drauf geht. Warum habe ich versucht, das so zu machen? Und da ich denke, dass der Server das nicht euren Input nicht aushält. Hier könnt ihr das auch lokal laufen lassen. Und hier ist, wie ihr helfen könnt. Vielleicht könnt ihr euch den Issue-Tracker anschauen.
Es wäre großartig, wenn ich jemanden finden würde, der Flask kann, das Python-Framework, der dabei helfen kann, die User Experience zu verbessern. Und ich kann mir in meinem Kopf viele verschiedene Ideen vorstellen, wie man das gut designt, aber leider ist das User Interface noch nicht so gut. Und es wäre cool, wenn ich einen chinesischen Lehrer finde, der das irgendwie in seiner Klasse ausprobieren kann mit seinen Schülern. Und ich glaube, das ist das. Ich bin Dieter. Und meine E-Mail ist dieter@gmail.com. Thank you. Und Dankeschön. Thank you. Vielen Dank. Der nächste Talk ist Dissolving GAFAM, ein Bit nach dem anderen. I'm too tiny for this, ich bin zu klein für dieses Preview-Ding. Hello Congress. Hallo Kongress. Wascht eure Hände. Wer von euch weiß, was GAFAM ist? Das ist eine Abkürzung Google, Android, Facebook, Amazon und Microsoft. Das sind die IT-multinationalen Konzerne. Dieser Talk ist ein Sequel, eine Weiterführung von dem, was ich letztes Jahr erzählt habe über Self-Hosted Micro. Tim Berners-Lee sagt immer wieder, dass wir das Internet dezentralisieren müssen. Die aktuelle Situation ist, wir haben einige wenige riesige IT-Monopole, die das Internet dominieren. Gleichzeitig nimmt die Komplexität und Bloat um uns herum zu. Die meisten Leute im Internet haben keine Ahnung, was sie da eigentlich tun. Es gibt sehr wenige Leute, die Entscheidungen treffen, viele Leute, das betrifft, die keine Stimme haben. Was sind die Probleme, die dadurch herrühren? Was sind die Probleme, die dadurch kommen? Diese großen Konzerne sind nicht so wie ihr. Sie haben Ziele, die sehr verschieden von euren Zielen sind. Durch Teilnehmen und ihre Services zu benutzen, nehmt ihr teil in einer riesigen Behavioral-Studie und werdet überwacht als Teilnehmer, wie ein Test, eine Testperson. Diese Services verändern sich und ihr habt kein Recht, Dinge zu verlangen. Ihr habt kein Recht zu verlangen, dass es morgen oder übermorgen noch funktioniert. Viele Services werden über Nacht zugemacht oder oftmals über Nacht zugemacht. Das ist keine schöne Situation und kleine Gruppen sind nahezu unsichtbar und werden halt, es gibt viel zu viele Minorities. Conway's Law sagt, dass ein System die Organisation widerspiegelt, die es gebaut hat. Und was würdet ihr erwarten, wenn diese riesigen Organisationen Systeme bauen? Weiterhin sind Technologieentwickler stolz darauf, technologische Lösungen für ihre Probleme zu finden, auch wenn es nicht die einfachen Lösungen sind. Diese Lösungen sind oft komplex, dass die Leute stolz darauf sind. Das ist wahrscheinlich nicht, was wir brauchen. Was wir benötigen, sind Services, auf die man sich verlassen kann, die man selbst machen kann. Die Antwort an diese Konzerne sollte sein, zu self-hosten, Dinge selber machen, Dinge benutzen, die andere kleine Gruppen machen und von den großen Konzernen wegbleiben. Das Indie-Web hat die Posse-Idee, was ihr auf eurem eigenen Server deployen könnt. Wenn ihr das macht, dann und wenn ihr auf eurem eigenen Server zuerst publisht, dann bleibt ihr in der Kontrolle. Man muss über die Mechaniken von diesen Services lernen und über die Interna in großer Detailtiefe. Man verteilt euer Wissen. Redet darüber. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, diese großen Services weniger zu benutzen und nachzuschauen,
wie ihr kleine Services benutzt und wie ihr die promotet. Vielen Dank. Thank you. Next up is a German talk. Okay, als nächstes kommt ein deutscher Talk. Open Source in the ERV. And I'll be translating to English, obviously. Then you can do it after this talk. And we just go ahead right now. Hallo zusammen, mein Name ist Christoph Müller. Ich bin Rechtsanwalt. Hi everyone, my name is Christoph Müller. I'm a lawyer. Mein Name ist Christoph Müller. Ich bin Rechtsanwalt und Anwender von JLawyer. And I use JLawyer.org. Meine komplette Kanzlei auf Linux laufen, was eigentlich all my entire practice is using Linux, which is quite difficult and it doesn't really fit into the system that I actually use. I need to use electronic law conversation. So judges and everyone who kind of participates in this lawyerly communication uses this electronic thing. For me as a lawyer, it's very important to be in touch with the judges, but there's also all of these, like my clients and everyone, someone who can sign stuff for me, all of them should also be within this software. Now, most of my colleagues and me as well are using a proprietary software, but this is a problem because those are all proprietary and so we're all dependent on them. We can't fit them to our needs. So they tell me how I should work and it's very, very difficult to move away from one vendor. So if the support ends or something, I can't go to a different vendor. As always, open source might be a possibility to solve those problems, at least in practice. So one advantage for me would be that I could archive my stuff long-term in open formats, so then I'm not dependent on specific formats, and that will actually mean that I might not be able to archive my stuff according to the German law. And I can actually change the software myself, and if I need something specific, I can make it happen. And if I get engaged in this myself, then I can actually guide the software development so that it works for me and not for big companies. Now, for me as a Linux user, I would also like a Linux program that I can use without a virtual machine, which is why I used JLawyer.org, which is address and folders are stored there, of course. And I can also do most of my financial organization in there. And there's a big problem, the BEA. The plan is that JLawyer will be connected to BEA by 2019. But BEA itself is proprietary. And working together with the vendors, and especially the lawyers' chambers, is not very easy. So this is actually a big challenge for such a relatively small project like the JLawyer. So where are we supposed to go? So we want to make sure that open source is possible for lawyers. And this is not only for me, but for a lot of other
progressive lawyers that want to promote this. Of course, we have legal stuff that we have to follow, like the BEA, which we have to follow. But one of the big advantages is that we can actually make this happen ourselves, and we can say, so I'm hoping that you lawyers, but also you software developers, will be able to help us make JLawyer a good alternative for proprietary software. Thank you. All right, then we are going to take a 15-minute break now. Okay, wir machen nun eine 15-Minuten-Pause. Könnt ein Getränk euch holen, ein bisschen spazieren gehen, den Müll rausbringen, macht, was ihr wollt. Aber in 15 Minuten, um 12.50 Uhr, fangen wir an. All right, we are going to continue now with the second part of the Lightning Talk session. The next talk is going to be Gender and IoT. One announcement I was told I have to make is that please don't sit on the tables you find here. We have lots of chairs, don't sit on any tables. Those tables are very delicate creatures. All right, then let's continue with the talks. Gender and IoT. Can you put up the slides? Keine Ahnung. Video team, can you put up the slides from the presentation notebook? There you go. Thanks. Okay, thank you very much and good afternoon. Okay, danke und guten Tag. Mein Name ist Leo Di Santa, ich bin Lecturer in International Security and Emergency Security von UCL und die PI eines Forschungsprojekts namens Gender und IoT, das ich euch heute vorstellen möchte. Ich würde das gerne als eine Gelegenheit zu einem Call to Action nutzen. Also, der Titel des Talks und auch unseres Projekts enthält schon das Buzzword IoT. Und viele von euch haben wahrscheinlich mit den Augen gerollt und sich gedacht, oh mein Gott, wovon redet ihr schon wieder? Also, im Prinzip ist das IoT hier. Und das ist ein zusammenfassender Begriff, der alle Systeme zwischen kleinsten Sensoren oder Gadgets unter Weihnachtsbaum oder die ihr schon gehackt habt, umfasst. Bis hin zu größeren Systemen, wie zum Beispiel autonome Fahrzeuge. Und wichtig ist, dass sie smarte Fähigkeiten haben, im Vergleich zu den Systemen, die wir vorher hatten. Die waren offline und diese hier verbinden sich mit einem Netzwerk. Und während das alles ein bisschen angsteinflößend und respekteinflößend ist, sind diese Dinger gekommen, um zu bleiben. In unserer Forschungsgruppe haben wir realisiert, dass die Dinger immer mehr werden über die nächsten Jahre und dass wir gründlich darüber nachdenken sollten, was die Systeme tun, wie sie konstruiert werden, wie sie benutzt werden. Also hier sind nur ein paar Stats. Reine Schätzung, wir wissen nicht genau, wie die Welt im Jahr 2030 aussehen wird, aber wir erwarten, dass die Dinger immer mehr werden. Es gibt viele Risiken, Ungenauigkeiten und Chancen. Eins, was viele Leute sich nicht genauer ansehen, insbesondere im Bereich Forschung und Industrie, ist, wie diese Systeme verwundbare Gruppen in unserer Gesellschaft beeinflussen. Die meisten Forscher denken über die technischen Aspekte, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und so weiter nach. Aber weniger und weniger Leute konzentrieren sich auf die Aspekte, wie diese Systeme missbraucht werden können. Was eine fundamentale Frage ist, die wir klären sollten, bevor wir diese Systeme in the wild packen. Um das Ganze in einen Kontext zu stellen, und das ist durch Technologie erfolgter Missbrauch, zum Beispiel Cyberstalking, aber auch Online-Harassment, sind Probleme, mit denen wir jetzt schon kämpfen müssen, wo wir nur viele Systeme haben wie Tablets, Laptops und Smartphones. Also hier ist eine Statistik von einer Organisation bei den Briten namens Refuge. Zwischen Januar und August gab es 920 Überlebende von durch Technologie ermöglichtem Missbrauch. Aber diese Kategorie geht von gehacktem Online-Banking über anzügliche Textnachrichten. Wir wollen uns aber wegbewegen von diesen konventionellen Cyber-Risiken und wollen uns mehr auf die Zukunft konzentrieren. Wenn ihr nicht die Chance hattet, den Film Demon Seed zu sehen von 1977, dann kann ich das nur empfehlen. Dieser Film konzentriert sich auf Aspekte, die wir auch im IoT für wichtig halten. Wir sind ein Team aus Computer- und Gesellschaftswissenschaftlern und wir wollen etwas, was wir Action Research nennen, produzieren. Wir gehen nicht ins Labor, testen, was kommt, zurück und sagen, tada, das ist die Lösung.
aber wir warten mit verschiedenen arbeiten mit verschiedenen Gruppen, wie den hier angezeigten, auch Privacy International und Petras. Und unser Ziel ist es, über die Rolle und die Auswirkungen von IoT, genauso wie die Risiken und das Thema Awareness nachdenken. Es gibt da aber im Moment noch nicht viel Bewusstsein für die Probleme. Wir haben mit diesen Gemeinschaften gearbeitet, die Unterstützung für Opfer und Überlebende machen. Wir haben Workshops gemacht, wir haben Interviews, wir haben eine Crypto-Party gemacht, weil wir denken, dass sie mehr Möglichkeiten haben sollten, sich auf diese Themen zu konzentrieren. Und wir führen auch gerade eine technische Analyse von häufigen Smart-Home-Gadgets vor. Was wir bis jetzt herausgefunden haben, ist Folgendes, und deswegen stehe ich ja auch. Die Unterstützungsmöglichkeiten, die es bis jetzt gibt, denen fehlt oft ein Bewusstsein darüber, was für Systeme genutzt werden, um dies durchzuführen. Die meisten von Ihnen wissen nicht wirklich, wie IoT geht. Im Moment machen wir nicht nur Forschung im Bereich, diese Phänomene zu verstehen, sondern machen auch Dienstleistungen, Broschüren und so weiter. Es gibt da viel Verantwortung und ich hoffe, dass die Hacker-Community daran interessiert ist, mit diesen unterstützunggebenden Organisationen zu reden, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Und wenn ihr daran interessiert seid, mehr lernen würdet und vielleicht mitmachen würdet, das war's, danke. Next up is Chiptunes. Als nächstes kommt Chiptunes mit ATtiny 4, also ein ATtiny Mikroprozessor. Oder auch Variation im Bitshift in ASMiner, also eine Musikreferenz. Hallo, ich bin hier, um über mein kleines Nebenprojekt zu reden. Ihr seht hier einen kleinen Chip auf einer 1-Cent-Münze. Das ist einer der kleinsten Mikrocontroller, die man angeboten bekommt. Und die sind sehr, sehr klein, etwa 1 Millimeter. Und die Idee kam von diesem YouTube-Video von Computerfile, bei dem sie den ATtiny 9 benutzt haben, der eine Größenordnung größer ist. Hier links sieht man das Development Board, das ich mitgebracht habe. Der Prozessor hat 512 Byte ROM, 32 Byte RAM, 16 Register und einen Timer. Rechts sieht man dann mein Setup, bei dem ich nur Open Source Software benutze, also einen offenen Compiler, einen Programmer, dergleichen, alles Open Source. Und weil es so ein kleiner Microcontroller ist, habe ich sehr viel von Hand übertragen aus C-Code in Assembler. Erst habe ich in einen Fake-Assembler-Code übertragen, der viel aus C-Makros besteht. Und dann benutze ich hier diese Shell-Pipeline, also sehr viel automatisierter Code, der dann schrittweise den Code überführt, die diese Fake-Aufbauten entfernt und das endgültig implementiert und in fertigen Code überträgt. Das Ziel war, den Code in den kleinen Prozessor zu bringen, mit nur 512 Byte Platz für das Programm, mit einer Geschwindigkeit von 4 MHz. Und ich wollte, dass man einen erkennbaren Ton wiedergibt oder eine Tonfolge. Die ersten zwei Ziele habe ich gut erreicht, das dritte nicht so sehr. Die Herausforderungen von diesem kleinen Prozessor sind sehr, sehr groß. Es gibt sehr wenig Standard-Hardware, die man einfach benutzen kann. Die normalen Routinen, die man eigentlich verwenden würde, sind langsam und sehr, sehr groß. Es gibt wenig interne Möglichkeiten für Debugging, also die ganzen Komfortfunktionen, die man beim Programmieren normalerweise verwendet, gibt es einfach nicht. Die Open-Source-Projekte haben oft gar keinen Support für diesen Prozessor und ich habe einfach nur mein Oszilloskop und sehr viel Versuch und Fehler verwenden können. Also, wenn mir jemand helfen möchte bei dieser schwierigen Arbeit, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Hier links sieht man einen QR-Code für den Code und rechts sieht man einen Link zu einem zweiten Projekt,
Schaut euch an. I'm terribly sorry, I just went ahead in time. Of course. Es tut mir leid, ich habe mich jetzt ein bisschen vertan mit dem Timing. Ich habe einen Vortrag übersprungen. Als nächstes sollte eigentlich Rabbit Control, also Hasenkontrolle, frei übersetzt kommen. Und es geht um eine Fernbedienung mit grafischem Interface. Hallo, wir sind Jörg und Ingo. Wir reden über Coding und interaktives Setup. Oft hat man solche Situationen, wie man es hier sieht. Man baut eine Installation auf und ganz zum Schluss muss man noch einen Parameter ändern, zum Beispiel die Helligkeit von einer Kunstinstallation. Und wir haben das schon öfters gemacht. Die meisten Leute haben das wahrscheinlich schon öfter gemacht. Man öffnet ein Programm und man hat ein WebSocket oder einen Port. Man öffnet das, man bastelt sich ein kleines Interface, vielleicht ein Webinterface. Und dann schickt man über dieses Interface wieder Daten zurück zu seiner Applikation. Und das ist alles sehr, sehr umständlich. Deswegen wollten wir das jetzt automatisieren und wir haben Rabbit Control geschaffen. Rabbit Control ist ein Protokoll, um grafische Oberflächen zu machen, umzusetzen. Und wir wollten wirklich betonen, dass man einen Klienten hat, der benutzt werden kann, um viele verschiedene Applikationen zu steuern. Es kann in verschiedenen Sprachen umgesetzt werden. Was es hauptsächlich tut, ist, dass der Klient nach einer Liste fragt, eine Liste von Parametern, also etwa Helligkeit und dergleichen. Und wenn diese Liste an Parametern vorliegt, dann kann man Befehle wieder zurückschicken und damit die Applikation steuern. Das hier ist ein sehr, sehr kleines Beispiel, wie man das benutzen könnte. Oben erstellt man den Server. Das Protokoll ist agnostisch der Transport Layer gegenüber. Man kann es also mit verschiedenen Protokollen benutzen. Und dann unten erstellt man den Parameter, fügt dem einen Wert zu und dann ist man eigentlich fertig. Die Features sind, dass es ein offenes Protokoll ist. Wir hoffen, dass wir sehr viele Typen damit unterstützen können. Nicht nur Floats, sondern auch Vektoren und Matrizen und verschiedene Farbtypen. Wir haben einen generischen Klienten, der hoffentlich alle möglichen Applikationen steuern kann. Und wir wollen dieses Problem ein für alle Mal lösen. Das Protokoll ist agnostisch dem Protokoll gegenüber. Wir haben derzeit hauptsächlich WebSockets, aber es ist einfach auf andere Protokolle zu übertragen. Was wir bisher haben, ist die Spezifikation des Protokolls. Wir haben Implementationen für Java, C#, C++ und viele andere. Vieles ist schon offen, online in GitHub. Wir haben schon Clients. Wir haben einen Web-Client in React.js geschrieben und einen Client für mobile Plattformen in Arbeit. Und was wir jetzt brauchen als Open-Source-Projekt, sind natürlich Leute, die sich hier beteiligen und Dinge beitragen. Hauptsächlich brauchen wir jetzt gerade User, also Menschen, die das wirklich für ihre Projekte benutzen können, damit wir auch Feedback bekommen können. Was sind Bugs, was sind Features, die noch fehlen? Aber wir brauchen natürlich auch Developers, die dann Code beitragen und in verschiedenen Sprachen dieses Projekt weiterbringen können. Am besten sind natürlich auch viele Developer, die verschiedene Frameworks beherrschen, um unser Projekt in diesen Frameworks integrieren zu können. Und hier sind noch die Kontaktinformationen. Unter anderem sind wir heute auch um 16 Uhr in der Seabase, wenn ihr uns treffen wollt. Wir werden da sein und wir werden Demos zeigen. Wir sind da, um Fragen zu beantworten. Und ja, natürlich ist solch ein Vortrag ohne eine Demo ziemlich unnötig oder ziemlich unfertig, unvollständig. Man braucht eine Demo, aber das passt hier im zeitlichen Rahmen natürlich nicht. Also bitte meldet euch bei uns und wir freuen uns drauf, euch das System zeigen zu können und euch zu helfen, das in euer Projekt einzubauen. Vielen Dank.
So then next up is IP over web avian carrier. Als nächstes dann IP over web avian carrier. I'm sorry for the mix up. After this talk everything should be on track again. Good morning. Guten Morgen. Ich würde gerade ein Protokoll namens IP over web avian carrier vorschlagen. Ich benutze viel IP over avian carrier, wie in RFC 1149 und verschiedenen Erweiterungen spezifiziert. Und das funktioniert so, ich habe mein IP Datagram, schreibe das auf ein Stück Papier, mache das an einer Brieftaube fest, ich habe ein paar und dann schicke ich sie weg. Und die Taube fliegt zum Ziel und man kann das IP-Datagramm wieder lesen. Wie viel eine Taube mitnehmen kann, hängt natürlich von der Stärke und von der Beinlänge ab. Aber der Klimawandel ist gefährlich. Bei schwerem Wetter kriegen die Tauben Probleme. Ich habe ein bisschen Verlässlichkeitsprobleme. Stürme und Greifvögel tun meinen Tauben was und das tut meinen Paketen was. Insgesamt ist das nicht so sehr für die heutigen Aufgaben geeignet. Wir haben eine begrenzte Bandbreite, wir haben einen hohen Ping. Aber ich habe nach einer Lösung dafür gesucht. Und zwar Web Avian Carrier. Und die sind das perfekte Medium für IP-Datagrams. Es ist ein Link-Layer-Protokoll, was wunderbar in den Stack reinpasst. Wir müssen nicht viel ändern. Ein bisschen über das Medium. Es gibt Vorteile und es gibt Herausforderungen. Erst die Vorteile. Es ist ein Relaying-Medium, das ist nicht zwingend nötig, aber es fügt dem Ganzen ein gewisses Gewicht hinzu und der Link-Layer funktioniert ein bisschen wie eine Schwarmintelligenz und kann sehr wichtige Nachrichten an mehr Nodes im Netzwerk verteilen. Manche Nodes sind auch authentifiziert und geben aktiv ihre Anonymität auf. Das ist Node Verification und das wird auf dem Link Layer mit dem kleinen blauen Haken gemacht. Das Problem ist etwas, was sehr nervig ist, automatische Fehlerkorrektur. Manche Nodes machen das sehr stark. Error Correction Nachrichten starten meistens mit aber oder naja eigentlich, sind aber oft nicht sehr höflich ausgestaltet. Diese Aktivität scheint damit zu korrelieren, dass die betroffenen Personen weniger oder gar keine bedeutungsvolle Beziehung zu anderen Menschen haben. Das Medium allgemein leidet auch unter Godwins Gesetz. Adressierung ist ganz einfach. Wir nehmen einfach die Layer 3 Adressen und konvertieren sie in sogenannten Hashtags. Das Format ist auch sehr einfach. Das ist nicht binary safe, also müssen wir es Base64 encodieren und die Adresse am Ende dazufügen über einen Hashtag. Funktioniert das? Ja, tut es besser als meine Slides. Das ist das erste IP over Web Avian Carrier Datagram der Welt. Es dauerte etwas weniger als 12 Sekunden. Eine riesige Verbesserung im Verhältnis zu den natürlichen Tauben, die manchmal Tage oder Wochen brauchen. Hier ist ein PCAP dieser Sendung. Man könnte den Echo Request und den Echo Reply sehen. Könnt ihr auch dekodieren, wenn ihr möchtet. Die volle Spezifikation und die Referenzimplementierung ist auf meinem Blog zu sehen, genauso wie ein Video des ersten Datagrams, wie es rausging. Guckt euch das an. Ich glaube, es ist das Medium der Zukunft. Mein Name ist Dan, habt einen tollen Kongress. Next up is Feminism Matters. Als nächstes kommen Feminismus ist wichtig oder zählt. Da geht's weiter? So you use it like this? Moin. Yeah. Good morning. I'm sorry, this talk will be in German. Yes, I'm sorry, this talk will be everything in English.
Okay, now it's in German. I'm net philosopher and IT professional, and I'm active at the Hexen. I want to talk for a little moment about feminism with you. And I want to speak proudly that this Congress is quite good compared to other Congresses or other events. So if I say something that's not necessarily here, but even people here have a long way ahead of them. So in our pages, we have a lot of sources. The main idea is that you read them up later and just click on the links. So women are just as good at math as men, but they are just underrepresented in the corresponding jobs. They earn less, a lot. They are usually having a child without a partner, and they usually take care of relatives that need care. They usually have less money, and all of those factors are very important about democratic participation, and we see that as a problem. Another problem, oh yeah, I can see my slides there. Yeah. Another problem is that stories that everything is built around men and not women, so men are the norm, and women maybe can't even see their slides because they're just not built that way, or the stages are not built that way, and that can take form in a lot of areas, for example, a coronary event, so it's way more dangerous for women because it's usually faster recognized in men, but it's also in other areas of life, for example, in computer games. There are plenty of male characters to choose from, and there's the one female character, and his thing is that it's a female. So the male characters have plenty more of characteristics, but the female character is just a female. And even at a congress like this, there, as a woman, you get questions like, how did you get into technology? And nobody will ask a man that question. And centering everything about men is a difficult topic. The consequences is that women are underrepresented in parliamentary situations. They are underrepresented in medical topics. So the pill was explained as getting less sick, or medication is only tested at men. And in social behavior, it's very difficult for women. If you show too much enthusiasm, it's bad for you because you're not taking care of your children. If you don't show enough, then you're just a lazy woman. And code is usually judged by the author, by the gender of the author. So a code that's not labeled as submitted by a female, it's usually seen as better code than as better code if it's not labeled by a woman. And they are more often subjected to violence in a private area of their life. And you see some numbers on the slides here. The slides are in English, so I'm not going to translate them. But the main idea is that women are just subjected to certain limitations in their freedom in their daily life because they are afraid of violence, and they are much more likely to be subjected to it. And there are some links here where you can read up on those topics. And now we will discuss a few ideas. No, there's another talk for some ideas what could be done to rectify these situations. It will be in the next talk, done by the Hexen. Also, this talk will be held in German. Auch dieser Vortrag wird auf Deutsch stattfinden.
Hier sind die Hexen. We're the Hexen. Wir sind definiert als We're defined as female hackers. Sie selbst als weiblich labeled. Who label themselves as women, so female, they're cis and non-binary and trans women. Das Label Frau für sich annehmen können. Those who choose to accept the label of women. Wir sind Studentinnen, we are very diverse, we are students and artists and programmers, IT people, scientists and so on. Opernsängerinnen. Also opera singers. Wir sehen uns als dezentralen Chaos-Treff. We are decentral chaos meet, mainly based in Germany. We have more than 150 members. And right now there are about 40 of us at 35C3. This year our assembly is very nice, the spaces in Hall 2. In many German cities we have local groups by now where you can just show up. And we've been founded in 1988 and now celebrate our 30-year anniversary this year. Ja, was sind konkrete Probleme, die wir adressieren? Wir haben es gerade schon. What are the problems we are addressing? Frauen werden immer wieder, denen wird immer wieder erzählt. As Lena already discussed, women often hear things like, "Oh, you shouldn't do this. You can't do this because you're a woman." And many women develop the so-called imposter syndrome and don't think they can do things and fear that people will realize they can't actually do things. And that's why we developed our skill discovery workshops and talk about which kinds of projects we did and talk about them. And we realized many people develop pretty awesome projects and was in lokalen Chaos Treffs oder mit in local chaos treffs was mostly men. Women often feel like the odd one out. They show up and don't see anybody who appears like them. And they don't feel as welcome perhaps. And we want to help you with this, to network amongst women. Was machen wir am What are we doing at 35C3? At the moment, the Hexen Breakfast is taking place in the assembly space in Hall 2. There's a panel at just look at hexen.org. Tomorrow we also have the Hexen Happy Hour. Next year, the second Geekend will take place. We are going to hold self-organized workshops where everybody can participate and bring their own stuff and just come at 2 p.m. And also this year we have the big shrine project, I don't know. About important women in MINT jobs. We have shrines for these important women that we had others build for us and also build ourselves, and you can join us. Can paint a poster or something like that about a woman you want to celebrate, and you can paint a poster and find an appropriate place to put it up. Das war's, vielen Dank. Danke. Dann kommt. So now. What now? Be an ally. So kann man seine Leitung tun. So we will go back to English now again. Das wird jetzt wieder auf Englisch stattfinden. And I
since I made the slides most of them, I forgot to add my name on them. Und weil ich die meisten der Slides gemacht habe oder der Folien, habe ich natürlich meinen eigenen Namen vergessen. Und inzwischen habt ihr natürlich einiges gehört über Feminismus und die Hexen. Und das heißt natürlich, dass sich für euch nicht viel ändert. Naja, also wenn ihr euch in irgendeiner Form als weiblich seht, dann könnt ihr natürlich den Hexen beitreten. Ihr könnt uns hier auf dem Kongress finden, eine E-Mail schreiben oder uns in unserem lokalen Treff finden. Wir haben die quer durch Deutschland überall. Aber die meisten von euch sehen sich selbst wahrscheinlich nicht mal ein kleines bisschen als weiblich oder würden sich so nennen. Und ihr fragt euch vielleicht, was könnt ihr tun, auch wenn ihr euch nicht damit identifiziert? Naja, ihr könnt sehr viel nachlesen. Also ihr könnt nicht den Hexen beitreten und wir haben auch keine Untergruppe, der beitreten könnt, aber ihr könnt entsprechend wählen für gleiche Bezahlung, für hohe weibliche Repräsentation in Firmen, in der Regierung, gerade auch im Parlament. Nicht nur Frauen, sondern alle unterdrückten oder angreifbaren Bevölkerungsgruppen. Ihr könnt auch sehr viel nachlesen über unbewusste Vorurteile, darüber, wie man eine positive Umgebung erzeugt, wie man die Vielseitigkeit der Bevölkerung erhöht, wie man besser kooperiert und Konflikte behebt. Also wir wollen sehr viele Leute, die diese Skills entwickeln, damit wir bessere Ergebnisse haben am Ende. Und wir werden morgen Mittag und wahrscheinlich auch zu anderen Zeiten noch Workshops zu diesem Thema haben. Und nicht nur Frauen, sondern auch Introvertierte und also ihr helft damit nicht nur Frauen, sondern auch Introvertierten und allen Menschen, die darauf trainiert sind, ihre Meinung für sich zu behalten. Und das Wichtigste ist eigentlich nur, dass man es erstmal versucht. Ihr werdet Fehler machen und man muss dabei Fehler machen. Das ist unumgänglicher Teil des Prozesses. Und für Frauen ist das sehr, sehr schwierig, weil Frauen auch immer wieder erzählt bekommen, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Also Fehler sind okay, aber man sollte sie nur einmal machen. Das ist der Deal. Probiert Dinge aus, aber wenn etwas ein Fehler war, dann macht den Fehler noch einmal, nicht ein zweites Mal. Und hier sind ein paar weitere Ressourcen. Es sind Reports oder Berichte über Frauen in der Technologiebranche in den USA. Und ihr könnt einfach mal anfangen, das nachzulesen und euch zu fragen, ist das hier auch ein Problem oder sind das Dinge, die hier auch auftreten oder wie sieht es aus mit Mentoring? Kann man vielleicht Frauen da mehr Möglichkeiten geben über weibliches Mentoring? Oder auch diese Bücher, wie und warum man Frauen mentoren kann oder auch Bücher von Armeeprofessoren, die sehr viele weitere Quellen auch enthalten. Und je mehr man über diese Themen liest, umso besser hat man auch im Gefühl, wo die Fallen sind, was man machen kann, wie man helfen kann, wie man sich damit alliieren kann. Also auch wenn man sich selbst nicht als weiblich fühlt und nicht als weiblich fühlen möchte, dann kann man helfen. Und auf diesen Websites sind auch sehr viele Ressourcen und auch sehr viele gut ausgearbeitete Gedanken. Wahrscheinlich werdet ihr auch etwas finden, womit ihr nicht übereinstimmt, aber das ist der Moment, in dem man anfängt zu denken und sich Gedanken zu machen. Und man sollte die gleichen Fehler einfach nicht mehrmals machen. Und ein Beispiel, das wir im Hubble-Komitee 2014 und 2018 gesehen haben, und in diesem Zeitraum haben sie sich viele Mühe gegeben, um Vorurteile und Benachteiligungen entgegenzuwirken. Und erst in 2018 haben sie einen doppelblinden Review-Prozess eingeführt haben. Hat das auch funktioniert? Nichts anderes hat funktioniert. Also sollte man das vielleicht auch im Kongress mal berücksichtigen, wenn selbst bei solchen Anstrengungen es nur funktioniert, wenn man das Geschlecht gar nicht berücksichtigt.
bei den Entscheidungen. Und hier sind zwei Meetings. Einmal heute um 2 Uhr mittags und dann an Tag 3 nochmal um 6 Uhr mittags. Vielen Dank. So the next 5 talks according to our records are going to be in German. So you might want to check out c3lingo.org for translations. Die nächsten the next 5 talks will be in German, hence this channel will now supply you with English. No need to hurry, we are still good in time. Hallo. Hello. Okay. My name is Verena Kaiser. I work for Nagar IT. A bunch of people who want to build a fair computer mouse. We've been doing so since 2009. I want to just kind of point the finger of blame at the industry that produces the things we use and we play with. Okay. You're probably all gonna know this, but still, in IT we have a problem with human rights violations. The problems usually start when you extract the resources and continue all the way through building components, building the final products. People are exploited and have to work under dangerous conditions. So with all the electronic stuff, it's not like coffee and cocoa where there's a fair alternative. So the founder of Nagar IT, Susanne Jordan, decided in 2009 to put a product on the market that was made as fair as possible. So she took a mouse, opened it, had a look, and thought, oh, there's not much stuff in there. This should be possible. This is our current logistics chain from the beginning to the end. We're doing it as transparent as possible, and it contains everything that is in our mouse. We buy components and have them assembled at a company in Regensburg, and we can see there's a lot of actors that have something to do with our product. Every little box is both an employer and also a bit of an eye of the needle for us, because we are coming in from the top and buying components, and these people we buy them from, of course, buy components from other places, and we ask them, where are they from, under what conditions were they built. And so this is limiting for us, and we're dependent on our suppliers having this information and giving it to us and caring about fairness. Our influence tends to sink the farther you go down the chain, because we're just a little guy with 5 to 7 people, and our suppliers are much bigger. And because that's the way it is, I have something for you. There are very few companies or initiatives or corporations that are building fair electronics. There's Fairphone, there's our mouse, and then there's the Fair soldering wire from Fairtronics. And the others are a lot bigger, as you can see. It would be cool if we could somehow tip the scale and gain more influence ourselves, which is why we're looking for, which we may find among you, people who want to make other fair IT products as fair as possible. People who want to help at our company, because we're often asked, oh, why are you not doing an ergonomic mice, or why no yellow mice? Oh, well, you can develop a case if you want to, or cook up a fair keyboard. Or just like you're asking us, why don't you do a gaming mouse? Ask the big ones who do gaming mice why they don't do a fair one. So that's our deal. For people who aren't makers per se, we're still happy if just by asking some sort of campaigns happen, you know, a letter writing campaign to important actors in IT to kind of focus their attention on this sort of thing.
And if you don't have any time for anything, you should just keep this in mind. It's important. It's cool to have this type of product, and nobody says we shouldn't use it, but we should be mindful of the people who work in making them and supplying them to us. Thank you. Dann geht's weiter mit QR-Codes, offline QR-Generator. The next talk is about offline QR code generators. Ja, hallo. Yeah, hi. Imagine the following situation. You're in your browser on your laptop or whatever, and you want to get anything onto your handy, smartphone, and you think a QR code might be a good way to transfer this. You can find this, for example, you can find this JavaScript QR code generator. Looks promising. Probably is working locally and tells us it's in pure JavaScript. Sounds strong. That says it's a mini JavaScript library to get image of famous QR code. And it has about 5,000 users. So I looked at this and looked at the source code. Yeah, so that's this. They use Google. Hey. Yeah, the QR code sends to Google. Yeah, this add-on has the task to send this to you, QR code to Google. So this is not a single case. It's quite open. Here you can see it's even more transparent. So you don't really want this in your private work life. This is why I thought to develop my own browser add-on called Offline QR code Generator. This generates the QR code offline and in private. Also has some usability features that I didn't find on other add-ons. As you can see what on the slides. It's possible to change the size, and you can save it in different sizes. You have different options like SVG and others that you can select in case you're interested in this app. You can download it here only for Firefox under this link. And of course, you can send me requests, for example, for Chrome or others. It's a bit difficult, but I do accept pull requests. Please download, and it's rather small. You can find me under the shown addresses. And ja, wir haben, oder ich hatte dann zum Beispiel auch noch for example, I also put some thought into so you don't need additional permissions to install this compared to other QR code generators who do this. I only address the active tab. So there's no problem. So this is my first bigger open source project, and there are some contributors. For example, the Hackathon, who contributed it. So thanks to you, and yeah. I will be glad to accept more pull requests, and thanks for your attention. Dann kommt Digitalisierung in der Medizin. The next talk is digitizing medicine.
achte dir. Ach, Entschuldigung. Ach, danke. Jetzt sind wir am Anfang. Ja, mein Name ist Stefan Streit. My name is Stefan Streit. I'm a doctor and I'm here as a reporter, so to speak, from the trenches where we treat patients. Health is a highly regulated space and the law, the parliaments make the law. The e-health law says, hook up your systems to the internet because you have to. That's federal. The local law says, hell no. Data protection says that any single transfer of data must be authorized by the patient. This thing from the president of the BSI explains how this could happen. Basically, it boils down to you can't perfectly protect data on a technological network. If you look at data as a thing, a physical thing, then this is the context. There's white use of data, which is what we originally got the data for. It's illegal and bad things will happen to you, courtesy of the state. Gray use of data is something that has been allowed because a patient was forced to sign something or something that became public by accident. It's not regulated and somehow legal. Black use of data is illegal, very attractive, and not regulated at all. This is digitization in medicine. I always wanted to see that on a big projector. So, how can this work out? The biopsychosocial informational definition of health believes that data are a part of health. Biological disease is clear to anyone. Psychological is fear, sociological is poverty, and informational is a broken data cloud. When whatever something others know about me hurts me, then I am informationally sick. The biopsychosocial concept of health, according to Thurow von Uexküll, is a long established concept in medicine. If you add informational inviolability, you arrive at this sort of psychosocial informational health. This has been looked over intensively and can be found at the Institute for Social Strategy. If you accept this concept, then you know that health data is not a thing, but a part of your personality, which can't be divided off from your person. It needs to be protected and can't be traded. So giving this to others or trade is not possible. This has parallelisms to organ donation, and that will be discussed in the future. The third aspect, which is from the GDPR, then if you take that seriously, then you can use data from talking to the doctor about your disease only for that. Everyone who wants to use those data has to prove that they are from someone else or has to actually get them from somewhere again. If you do that, then you're GDPR conforming. You can do the whole telematics thing that you're legally obligated to do without any problems, which is not possible now. And the GDPR would actually protect people. And we have a situation like this. White usage is legal. Gray is highly regulated and easily sanctioned. And black usage is illegal. It's possible, but illegal and a lot less possible because the market of gray data usage dries up as a consequence. Oops. Digitization in medicine and in the digital doctor's office goes back to these three things. This is the currently only known practical
way of doing the whole digitization thing in medicine. We have to somehow make digitization enhance our society and have to adapt certain concepts to reality. If we can do that, then digitization has not only reached its technological but also social potential. Thank you. Then next up is, oder als nächster Talk kommt, Medienkompetenz kann man nicht downloaden. Next up is a talk about not being able to download a competency about in media. So you can't download competency in media. Hallo. Hi. Mein Name ist Jens Möller. My name is Jens Müller. I'm talking about why you can't download competency in media. And I'm also including technical competency, so competency with technology. But what am I talking about? There are two components to this. There is competency in usage. Can I even use it? Am I able to really choose from the supply what is fitting for me? And the other part is critical claimant. Can I really think about the offer and can I find alternatives? Is my only role as a consumer? Merke ich den Unterschied? Die Gestaltung übernehmen andere. I'm just adapting to the situation and I don't really see an alternative. The world is what it is. So we need enlightenment that empowers people for critical thinking. But let's go back. In the 80s and 90s, computers were not for everyone. There was a higher level needed for entry, and you had to learn a lot yourself. So the key was fun with the tool, with the technology, and it was important to test borders and cross them, and it was a lot of work. Now it's really different. There's a huge market for this technology, so everyone can do it, and the one who's doing all the work and creating all the rules are the big companies. So everyone can join in and be creative, and there is literature that's really easy to understand and a lot of play toys with a lot of stuff around them. You can have really fast results and we reach a lot of people, but there's a price to be paid. We are educating people to just follow orders. It's like drawing after numbers, where you are not really conscious about what you're doing. So doing all the work and crossing borders is not part of the experience anymore. We are not encouraging thinking for yourself, but just following orders and following others. So what I'm saying is that this is a social problem, not a technical one. We have to change the way we think about education. What's the goal? That people are not willing to just accept what's offered to them as consumers. That they see the power they have and also the responsibility they have to create the world they are living in. But we do not have to create everything from scratch. We are just looking back again. 50 years ago, there was an South American pedagogue who was thinking about this. His name was Paulo Freire, and he was inventing something of a freedom or empowerment pedagogical system. And this is mainly a taster for the talk tomorrow, or for rather a workshop or a discussion round tomorrow. And it will be around 5 p.m. in CCL, room 1415. And there we will have a discussion about this and how you can encourage critical thinking and empower people.
I'm also happy to answer emails or just talking to you right after this. Thank you. Vielen Dank. Thank you. So, dann kommt, baut kleine, geile Startups auf. Next up is build small wicked startups. Das ist zeitkritisch. That's time critical. Alle da sind. Talk. So I'm going to load it when everybody's there. Ja, das ist mit den Skates ein bisschen schwierig. It's a bit difficult with skates, yeah. So, hi, I am Per Aaron de Lune. My friends call me Pa de Lune. I always have to give a false name. Du hast ein Startup, weil du viel Kohle machen willst. You've got a startup because you want to make a lot of money, or because you want to make the world better. Erklären, was du da eigentlich machst, weil auch keiner richtig. And you rarely tumble over yourself because never asked about explaining what you're doing. You're trying to give keynote talks in your family circle. Bald wird er kommen, der Business Angel. The Business Angel will soon arrive. And this Business Angel will ask you about the assets that you can offer. You're complaining together with government officials that founders have the worst time. You're stealing free software here and there, but in the end it's just open source. Soon you have a mock-up of your wonderful FUAP. Yeah, the Insta button already is working, and the Facebook locking, and the database behind everything is also working. Oh, everything's really cool, foo. Danke dafür den JavaScript-Hinweis. What? Deine zusammengeswarmte Oberfläche füttert Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Tracking-Seiten. Was? Aber es sieht so cool aus. So your form together web page looks really cool, but there's a lot of tracking and nobody's honest with you. They're just politely encouraging you when you show them your foo because it's actually shit. Nobody will need that. And if you are really unlucky and then nothing, you created nothing else but some vapor that will work with the organized criminal, digital criminal people. You don't just wanna be a small digital helpless man in the digital small town, just helping for the big mafia. But every time and someone just encourages you with saying that we need a German Google, and every time this sentence just breaks your brain internally, you get smaller and smaller, and you really think about just marrying a teacher just to survive. Because there is no need for a German Google. And you don't need to make it easy for startups. Quite the opposite. Make it difficult. Find out what you really can do. And the main point of all, find out what you can't do. Just look for people who can do what you cannot do. Or just be the person that works for other people. They can lead. Be allied people. Just really work hard on your taxes, because a business is only useful if you can pay, or if you do pay taxes. Learn the rules. Else they will just kick you away as soon as your business is working. Don't cry around. Don't listen to the cries of losers like Dorothee Bär or Altmaier. Do something sensible. Don't just think some shit together that will keep you from doing the right thing. Just look at what's really important, what is needed.
I can think of 100 or 1,000 applications that are really needed. Some of those really sickly software projects are just needing the right head. Look around this Congress. Look where people are developing really nice tools for living together and working together in a society and are just not getting anywhere because they need resources. And do an oath. Use your tools to build decentralized structures, support free formats, free up the code. Ignore the investors who just don't get the message and will want to see assets. Look for sensible projects and also think about your free time and recovery time. And most of all, do not give up personal data of your customers. If you wrote your own software, check it for suspicious connections and do not go to the Republic Core because it just kills your character, and you can be sure that your great starter will never get a Big Brother award. Thank you very much. All right, danke. Thank you. So this is the end of the first Lightning Talk session. We'll see you tomorrow, same place, same time.